Das Finale um den DFB-Ligapokal wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Zur neuen Saison das Original Kicker-Bundesliga-Sonderheft mit der Super-Stecktabelle. Die Teams, die Trainer, die Spieler, alle Fakten und Termine. Dazu das Extra 35 Jahre Bundesliga. Nur im Original vom Kicker. Jetzt für 9 Mark im Handel. Endlich, die neue Ballermann-Hits ist da. Mit You're My Heart, You're My Soul. Anita. Die Karawane zieht weiter. Weiß der Geier, Männer sind Schweine und Bailando. Alle Hits für eure Feten. Ballermann Hits 98, jetzt auf CD und MC. Wahnsinn! Bei Obi jetzt sprichwörtlich günstig. Der Halogenstandfluter Piano. Messingpoliert, mit Fußdimmer zur individuellen Helligkeitsregulierung. Komplett für 50 Mark. Alles in Obi. Mein Junge, mein Stolz, meine Altersvorsorge. Rechnen Sie lieber mit uns, Sparkassen Privatvorsorge. Zahnfleischbluten zum Schutz vor Parodontose. Parodontax. Mit der elementaren Wirkkraft von Mineralsalz und den bewährten Abwehrkräften der Echinacea-Pflanze. Parodontax. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Sprichwörtlich günstig und nur bei Obi. Der zweiteilige Eckeinstieg. Variabel in der Breite mit Echtglas und Magnetverschluss. In Weiß und Alu Natur. Für 198 Mark. Alles in Obi. Fokustitel Europa. Kostenvergleich aller Länder. Und Handys Teil 2. Fokus nennt 50 Tipps und Tricks. Montag ist Fokustag. Die Badenia. Bonbons. Wo sind Bonbons? Hier. Saft. Wo ist kalter Saft? Wo ist Italien? Einmal auf die Akropolis. Jetzt wir tanken sie auf. Na, wo ist denn das Geld? Das habe ich zur Bank gebracht. Was? Zur Bank? Dafür musst du zahlen. Nee, muss ich nicht. Wo er recht hat, hat er recht. Neu. Postbank Giro Plus. Das kostenlose Girokonto. Postbank. Die Bank fürs Wesentliche. Diesen Sonntag in Bild am Sonntag. 28 Seiten extra, das große Bundesliga-Journal. Topspieler aller Vereine schreiben exklusiv und stellen ihre Teams vor. Ihre Prognosen, Porträts, Taktiken. Dazu die Super-Bundesliga-Poster-Serie. Diese Woche Bochum und Stuttgart. Bild am Sonntag. Sonntag ist alles drin. Berlin. Hier bin ich viel unterwegs. Aber ich kann praktisch alle in dieser Stadt über mein Handy erreichen. Und bald zu einem sehr günstigen Preis. Die nennen das D1 Local. Wo immer ich in Deutschland hinfahre, kann ich per Handy meine Freunde hier in Berlin im Festnetz zu diesem Superpreis erreichen. Den nehme ich quasi mit auf die Reise. Und Sie können das mit Ihrer Stadt auch machen. Also machen Sie es auch. Jetzt informieren im T-Punkt oder im Fachhandel. Und, wie geht's deinem Mann? Der hat sich getrennt wegen der Kinder. Was? Aber ihr wart doch glücklich. Eben nicht. Es ist ihm halt zu eng geworden. Ja, und was ist mit den Kindern? Na, die freuen sich doch am meisten drüber. Ich denke, er hat sich getrennt. Klar, von seinem Sportwagen. Telefonieren wie die Profis und zahlen wie die Schotten. Helga! Das Team-Telekom-Paket mit dem Handy Ericsson GA628. Jetzt zum Toppreis im Fachhandel und im T-Punkt.
Schmerzempfindliche Zähne sind oft nur die Spitze des Eisbergs. Darunter lauern oft Zahnarztkaries und Parodontose. Sensodyne schützt und beugt vor. Bei Schmerzempfindlichkeit Zahnarztkaries und Parodontose. Sensodyne, was so gut schützt, beugt auch vor. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Und zwischendurch Sensodyne Zahnpflege-Kaugummi. Das alles serienmäßig, schon ab 33.200 Mark, der neue Renault Laguna. Heiligsblechle. Endlich! Die neue Ballermann Hits ist da! Ballermann Hits 98, jetzt auf CD und MC! Wahnsinn! Ich habe gerade mit unserem neuen Chefingenieur gesprochen. Natürlich wird er für uns arbeiten, aber in seinem Haus auf dem Land. Ohne ins Büro zu kommen? Er schickt seine Projekte online. Hm. Aber das kriege ich hin. Ich werde ihm einen Wagen anbieten. Ist das nicht unser Mann? Einen Wagen anbieten ihm? Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen Tag nach den Anschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam ist die Zahl der Opfer auf 133 gestiegen. Nach Angaben von US-Botschafterin Bushnell wurden mehr als 4000 Menschen verletzt. Hinter dem Anschlag soll eine muslimische Terrorgruppe stehen. Die arabische Zeitung El Hayat berichtet, die bislang unbekannte Armee zur Befreiung islamischer Heiligtümer habe sich zu der Tat bekannt. Israelische Spürhunde für die Suche nach Verschütteten. Die ersten, die nach dem vermeintlich islamischen Anschlag in Nairobi zu Hilfe eilen, sind 160 Rettungsexperten aus dem umstrittenen gelobten Land. Ärzte, Schwestern. Und dazu auch eine große Gruppe von Spezialisten, die erheben das Gebäude können und suchen die 40 Leute, die noch unter das Gebäude sind. Den Schutt vorsichtig abheben. Am Morgen starb ein im großen Trümmerhaufen gefangenes Opfer, als die Ruine weiter einbrach. Alle Kräne am Ort des Attentats sind von Baufirmen gestiftet. Viel guter Wille, aber kaum Erfahrung mit Katastrophen. Mit den Israelis kommt 30 Stunden nach der Explosion die letzte Hoffnung an. Die USA, sie sicherten heute vornehmlich das eigene Unglück um ihre Botschaft herum ab, während in den Trümmern der zerstörten Nachbarhäuser noch ein paar Dutzend Menschen vermutet werden. Sie alle warten auf die nächsten Lebenszeichen, die zunehmend leiser werden. Bundeskanzler Kohl hat bekräftigt, dass er sich Wolfgang Schäuble als Nachfolger wünscht. Der Welt am Sonntag sagte Kohl, er habe gleichwohl große Sympathie und Verständnis für die Sorgen von Schäubles Ehefrau. Diese hat in einem Interview wegen der Behinderung ihres Mannes Bedenken gegen eine mögliche Kanzlerkandidatur angemeldet. Eine Entschuldigung fordert CSU-Chef Weigel vom tschechischen Ministerpräsidenten Seemann. Dieser hatte die Sudetendeutschen Ende Juli indirekt mit tschechischen Extremisten verglichen. Bei Gesprächen über die deutsch-tschechischen Beziehungen gehörten die Sudetendeutschen mit an den Tisch, erklärte Weigel. Bade- und Wanderwetter herrschte heute in ganz Deutschland, aber nicht alle freuten sich über die hohen Temperaturen. Vor allem viele Autofahrer litten unter der Hitze in kilometerlangen Staus. Gute Nerven waren vor allem im Großraum München gefragt. Hier staute sich der Verkehr in Richtung Salzburg zeitweise auf über 50 Kilometer. Der Rückreiseverkehr in den Norden kam ebenfalls nur im Schritttempo voran. Insgesamt erreichten die Staus eine Länge von 200 Kilometern. Schwere Unfälle gab es aber nicht. Das war's, das Heute-Journal, ausnahmsweise gegen 22.30 Uhr. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen, bis morgen. Guten
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Nur über dem Norden Europas einige Tiefdruckgebiete und Sie sehen, sie ziehen nach Osten. Dafür wird sich dieses Hochdruckgebiet nach Norden ausdehnen und damit verschwinden die Wolken auch an der Ostsee. Nun, in der kommenden Nacht ist es erst einmal im Norden noch etwas bewölkt, hier und da vielleicht einen kleinen Schauer, aber in der Mitte und im Süden ist es wolkenlos. Die niedrigsten Temperaturen erreichen wir morgen früh und die liegen zwischen 20 und 14 Grad. Am Tage erwärmt die Sonne die Atmosphäre recht stark. Sie sehen im nördlichen Deutschland 18 bis 25 Grad und im südlichen Deutschland steigt das Thermometer bis 36 Grad. Nun, die Wolken dazu, im Norden etwas Bewölkung morgen, im Tagesverlauf verschwindet sie aber und dann ist es hier wie in den anderen Gebieten überwiegend nur sonnig. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Wochenanfang, nun, es ist überall hochsommerartige Bewölkung, ab Dienstag leichte Gewitter und die Temperaturen nun am Mittwoch ein wenig weniger. Tja, verehrte Zuschauer, so werden Sie die Wolken morgen an der Ostsee sehen. Natürlich nicht in dieser Fülle, aber in dieser Form. Einen schönen Abend. Wir sind wieder zurück in Leverkusen und wollen Ihnen nochmal die Gewinnspielfrage.